Willkommen zum dritten Part und da machen wir jetzt Welt 1.5 und das ist ein Pilz-Level. Freue mich schon drauf. Ich denke immer wieder, oh ja, ein neuer Part. Und ich nehme ja schon die Parts im Voraus auf, bevor ich sie hochlade, weil das ist ja auch gut so. Und auch besser für mich. Weil dann habe ich ja schon Parts im Petto. Und ich will das mal hier hoch. Das gibt's doch nicht. Ich will das mal hier hoch. Okay, was gibt's hier? Da muss hier was drin sein. Ja, ich hoffe, die erste Starcoin. Weil die wäre eigentlich ganz ab. Ja. Denn wenn man hier hin. Hier. Denn hier kommt man nämlich nicht rein. Ja, egal. Gut. Ja, wir machen weiter. Und wer diesen großen Pilz angepflanzt hat, der sollte wissen, dass Pilze nicht viereckig sind. Aber Mario geht das schon. Ah, und hier kann man die Wiimote schütteln und dann nach oben die Teile und die anderen nach unten machen lassen. Und ich wäre jetzt fast gestorben. Ich hatte schon vor langsam in meinem Leben. Und wie kommt man jetzt eigentlich da hoch? Es sind zwar nur rote Münzen, aber es wäre jetzt mal wirklich. Interessant herauszufinden, wie man da hochkommt. Nö, so kommt man nicht da hoch. Nein, so kommt man schon mal nicht da hoch. Aber ich habe doch jetzt dann eine Nähe, die halt Zeit angemacht, deswegen ist es auch gut so, oder? Ja. Ist ja auch gleich die Stelle. Ach nee, gibt's doch zweimal, wie der nicht runterfallen konnte. Oh ja, hier. Soll ich's machen? Ich geh's ein. Ich mach's einmal. Komm hoch. Ich hätte ihn in die andere Richtung schmeißen müssen, aber diesen Übel. Ich weiß schon, wo die dritte. Ah, da ist sie. Da musste ich jetzt nur warten, bis der Pachekuchen hier oben ist und. Nein. Mist. Ja. Toll. Toll, wie ich hier sterbe. Ah, wir freuen uns alle wieder dran. Aber ich weiß nicht, wie lange das Let's Play werden wird, weil es könnten schon so um die 30 oder so zwischen 20 und 30 Parts sein und das ist dann schon ein langes Projekt. Ich meine, es gibt viele Gronkh Minecraft, ja. Aber halt jetzt so in den Neulingsbereichen. Und so, da gibt es halt nicht viele, die so großen Parts machen, wenn sie jetzt Plays machen. Nö! Das war gut gemacht. Jetzt kriegen wir auch das Sattel mit diesem Propellerpilz. Wenigstens haben sie mir was Gutes gebracht, weil der jetzt nur so ein Abtrend. Die Ziflack steht aber hier. Und schon 27 Abs. Also, als ich das Spiel noch hatte, hatte ich schon noch nicht so viele. Da hätte ich sogar voll gefehlt. Weil man kriegt solche extra Läufe, dass man 5 Leben dazu bekommt und das ist gut. Und wir kriegen Zugang zum Castle. Aber zuvor wollen wir nochmal gegen ihn kämpfen. Und natürlich Welt 1.6 machen. Ah, jetzt sehen wir die andere Version, die 4 großen. Denn wenn man auf die drauf kommt, kommen dann 2 kleine. Oh, wir haben gegen die Kleinen gekämpft, nicht gegen die Großen. Natürlich nicht. So, kriegen wir wieder 3 Pilze. Warte mal ganz kurz. Ich habe nur kurz was verrückt. Ist es aber hoffentlich nicht so schlimm.
Welt 1.6. Aber das soll jetzt doch. Das soll jetzt nämlich nochmal richtig an die Welt angelehnt sein. Pilzegon zwar auch mit dazu und das Wasserlevel vielleicht nicht. Gib mir das Geld, gib mir das Geld, gib mir die 28 ab. Yeah! Soll ich den nehmen? Soll ich den nehmen? Ich bleibe mal noch ein bisschen bei meinem Propeller. Ich weiß, es waren viele und ich hätte jetzt auch gewechselt, aber der könnte mir noch für was nützlich sein. Vielleicht auch für dieses Starcoin. Okay. Hier ist die erste Starcoin und hier kommt gleich eine Ranke. Hä, warum das eigentlich? Oh, nur für sowas. 29. ab. Wir freuen uns. Ah, hier ist gleich jetzt. Ach so, vielleicht steht es wegen. Oder auch nicht. Skillocke noch das hier. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich werde doch nicht von Nikobas getroffen, oder doch? Lol. Nein. Oh. Wow. Also ich sag euch nur schon mal, es gibt 8 Welten und eine Spezialwelt, wenn ihr wisst. Aber das erste Mal eine Spezialwelt, ja. Und wir haben auch schon alle 3 Start. Moment, was gibt's? Wie skillmäßig habe ich jetzt das abgeholt? Also das muss man auch mal hinkriegen. So runter zu rutschen und schon fast in den Tod zu kriechen und dann das abholen. Boah, ich habe den Staub auf meiner Wii. Ist bestimmt wegen der Sonne, die vorhin da war. Und jetzt gehen wir zum Tower. Wir könnten noch das erste Level von der zweiten Welt machen, aber das machen wir diesmal nicht. Weil im letzten Part hatten wir auch nur 2 Level gemacht. Gleich mal Feuer. Mit Zahnrädern geht's ab. Und ich nehme die Eisblume mit. Nein, wirklich, die ist viel besser fürs Feuer. Oh! Eben war es noch skillmäßig. Jetzt wird's wieder fällig. Ja, und ich weiß, meine Videos können momentan uns bis zu 240p angezeigt werden, wobei bei anderen schon Videos bis zu 1080p und 60 Frames angezeigt werden können. Und da entschuldige ich mich, das ist nicht so gut mit der schlechten Qualität, aber es dient auch zur Unterhaltung. Und dann haben wir es jetzt mal weiter geschafft. Ja, ich glaube, die erste Stelle. Hä? Was ist das eigentlich? Komme ich da irgendwo wieder raus hier hinten? Weil kann ja sein, dass ich mir da kein verpasst habe. Ah, nee, der gibt mir eine. Und das ist sogar die zweite, also was war da oben? Ich muss nicht da unten durch, ich kann auch hier oben lang. Die Münzen sind mir jetzt gerade egal. Oh. Aber die 8 roten Münzen, die sind schon extrem. Oh, schon das. Noch nicht mal die zweite Welt erreicht und schon über 30 Ups. Nein! Ah, da unten ist wohl die dritte. Wie Mario erstmal schön locker dasteht. Das wäre, wenn ich da ins Feuer gefallen wäre. Und der zweite Kampf gegen Iggy. Easy. Nein. Oh ne, die sieht auch schwieriger aus als es ist. Hä? Nein, eigentlich brauchte ich die nicht.
Aber Vollständigkeit halber. Die kann ich sowieso nicht mehr holen. Da ist Feuer. Oh, hier ist die Vorblume. Die hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Ich hätte gedacht, es wäre hier. Auf geht's zum Kampf. Ja, es wird geil. Mal sehen, wie dieser Kampf ist. Da sind wir auch schon. Und wir haben einen neuen Begleiter. Kamek. Wir mögen dich alle. Und was stellst du mit deinem Zauber an? Diese Plattform geht nach oben und unten. Yeah. Das ist jetzt nicht gerade skillmäßig, was ich hier mache. Ich springe einfach auf ihn drauf, wenn er wieder oben ist. Aber ein Treffer musste ich einstecken. Jetzt hätte ich schon gedacht, ich verliere tatsächlich. Und hier ist der Schlüssel. Tja, aber 6 Kugelinge sind noch da und es sind 8 Welten und in einer 9. Spezialwelt gibt es ja keinen Castle und keinen Tower. Deswegen. Und in der 8. Welt hat man sowieso keinen Kugeling, sondern den Vater. Ups, zu viel verraten. Aber ihr kennt das Spiel wohl. Und Bowser Jr. flüchtet mit Peach im Luftschiff in die nächste Welt. Aber die sehen wir erst im nächsten Part. Und sie ist, wie in jedem Mario-Spiel, auch die 1. und 2. Welt ist ja immer gleich. Und häufig auch die 8. Fast immer. Du hast alle Sternmünzen in Welt 1 gefunden. Ja, das ist toll. Und die nächste Welt ist eine Wüstenwelt. Oh, es wird langsam noch heißer, als es eigentlich schon im Gras war. Und das ist Roy. Und hier wollen wir speichern. Und wir können schon gleich 2 Level betreten. Welt 2, 1. Und Welt 2, 2. Und ich mein Ton anders, aber viel besser, finde ich. Und hier sieht man sie nochmal. Hier ist eine Kanone und hier. Da sind sie. Aber das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Und tschüss.